Hallo und willkommen zurück zu OMSI 2, der Omnibus Simulator. Wir befinden uns weiterhin auf dem Freeware und Städtedreieck Version 3.2 und fahren heute die Linie R57 hier vom Laubendorfer Hauptbahnhof Südeingang nach Zweibergen. Und zwar in dem Falle, ich gucke mal auf den Fahrplan, damit ich nicht falsch verstehe. Ach, ich muss meine Fahrkarte noch einlegen. Das machen wir gleich noch. Und zwar nach Oberstadt fahren wir. Nicht Bus bis zum Markt, sondern bis Oberstadt. So, und wenn ihr eh einmal dabei seid, dann können wir gleich mal die Karte einlegen hier noch. Ja, in der Zeit, wo die Karte eingelesen wird, das Ganze wollte ich ursprünglich mit einem 15-Meter-Bus machen. Und dann habe ich aber gesehen, dass hier Gelenkfahrzeuge fahren. Also habe ich mir gesagt, okay, den Kollegen Gelenk Ü, in dem Falle, den habe ich ja noch gar nicht gezeigt. Ja, dann holen wir den mal aus dem Depot und dann fahren wir den jetzt auch. So, und damit sind wir auch angemeldet am Fahrtenspeicher und können fahren. Ja, und dann habe ich mir gedacht, dann holen wir uns doch mal den GÜ Citaro erste Generation aus dem Depot. Schön mit Außenschwenktüren und schön gepolsterten Sitzen im Gefährt. Wir machen auch gleich mal ein wenig Licht an. Wie gesagt, schön dick gepolstert. Außer hier, da ist glaube ich der Tank drunter, aber das ist ja okay. Ansonsten eigentlich schöne Sitze hier. Ja, genau. So, der hat einen 457er Euro 2 Motor im Heck und dazu ein ZF Automatikschaltgetriebe. So, die Leute warten. Dann lassen wir sie mal rein. Sneeling habe ich auch mit angemacht. Dann müssen die nicht so steigen. Hallo. Hier kommt ein Kollege MAN. Einen Fahrschein. Das ist das hier für 92, bitte. Jawohl. So, und da drüben fährt die R56. Oh, in dem Fall auch als Gelenk und nicht als 15-Meter-Wagen. Interessant. Ja, so, wir haben noch 6 Minuten Zeit. Da würde ich ja mal fast vorschlagen, wir drehen ein wenig an der Uhr. Abfahrt ist 30. Zack. Da ist er weg, der Kollege da drüben. Und sie lädt noch mal ein wenig nach. Und dann geht's los. So, die Strecke bin ich schon mal abgeflogen. Sind ein paar Ecken dabei, wo es ein bisschen enger wird. Aber ich habe nicht so enge Straßen gesehen wie auf der R56. Also es sollte etwas einfacher zu fahren sein. Wir werden es sehen, wenn wir am Ziel angekommen sind. So, dann überlegen wir bitte weiter und fertig. Ich würde gerne losfahren wollen. So, da hat er fertig. Dann machen wir uns gleich noch die Pfeile an und dann machen wir das gute Stück mal an und dann warten wir mal noch den Augenblick, bis die Zeit runtergelaufen ist hier. Und dann sollte es losgehen. Die Ansagen sollte wieder der Kollege Flohl übernehmen. Und wer diesen Bus noch nicht auf der Platte hat, dann mal ein bisschen suchen. Der ist nicht, meiner Meinung nach, nee, der ist auch generell nicht, folgendes. Der basiert noch auf dem Morphe-Paket 4.4 bzw. 4.5. Und das war mal ein extra Download. Ich glaube von Arne J. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, wer den Bus sucht, der wird ihn auch finden. Leider gibt es nicht wirklich Repaints dazu. Auch da habe ich gesucht. Und deswegen fahren wir hier nur in der Standardlackierung rum. So, ich würde sagen, Zeit ist ran. Da vorne fährt noch ein Kollege Urbino. Wir fahren jetzt auch los. So, von da hinten sollte eigentlich kein Kollege mehr kommen. Da können wir ein bisschen ausholen.
Da steht gleich noch ein Orbino-Kollege da drüben. So, wir dürfen. Oh, die Ampel ist mal grün. Schaffen wir das auch noch bis dahin? Seltenes Ding. Sonst haben wir immer rot. Was war denn das jetzt wieder? Was habe ich denn da schon wieder erwischt? Also ich glaube, ich sollte es langsam mal lassen. Das kann doch eigentlich nur dieses Schild gewesen sein. Aber laut Spiegel war doch Luft. Naja, ist egal. Schauen wir mal. Hallo. So, wollen gleich wieder alle raus? Es wollen gleich alle raus. Jawohl. Gut, dann fahren wir weiter. Fachmannplatz. Zugang zum türkischen Konsulat. Oh. Wir halten gar nicht überall. Okay, dann fahren wir jetzt ein Stück durch. Ich hatte jetzt angenommen, wir halten noch ein bisschen. Dann ziehen wir durch jetzt. Bis zum Fachmannplatz. Wenn dann um sie mal nachgeladen hat. Dankeschön. So, jetzt kommen wir wieder zu diesem großen Kreisverkehr Richtung Fachmannplatz.
Dann gucken wir mal, da kommt nichts. Dann können wir auch fahren. So, jetzt müssen wir bloß aufpassen. Nicht die erste, sondern hier müssen wir raus. So, und dann ist da aber rot. Ich wollte gerade sagen, hier gab es noch eine Ampel, wo wir gucken konnten. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Pöller und dann diese Verkehrsinsel. So, jetzt können wir ein wenig die Kurve ziehen. Jawohl, das hat gepasst. Ich bin schon dabei, mein Guter. Brauchst mich nicht hinweisen. So, dann fahren wir mal eine Vorspur nach rechts. Ich hätte eigentlich links bleiben können. So, jetzt habe ich natürlich das Problem, dass hier ein Kollege steht. Och, Kollege, du stehst richtig gut. Komme ich da eventuell so rein? Was sagt der Spiegel? Der Spiegel sagt, das wird scheiße, Jan. Da ist der Bordstein. Wow. Es geht ja doch. Ne, Leutchen, ich komme vorgefahren. Ihr müsst nicht so weit laufen. So, dann bitteschön. Hatten wir auch einen Haltewunsch? Ne, Haltewunsch hat man keinen. Hallo. Sind wir jetzt sogar zu früh? Kurzstrecke. Das wären 1,70 bitte. Danke. So, jetzt müssen wir mal gucken. 11.37 Uhr. Wann müssen wir dann am Fachmannplatz wieder losfahren? 11.39 Uhr müssen wir wieder losfahren. Ja, da warten wir mal den Augenblick. Bis es soweit ist. Ich hatte jetzt echt gedacht, wir haben da ein bisschen Verspätung. So, da kann ich euch doch direkt mal das Buslein zeigen. Naja. Gehen wir mal bis ganz hinter. Da sitzen wir ganz hinten. Ist doch ein schönes Gerät. So, ist jetzt die Zeit ran. Ja, die Zeit ist ran. Dann setzen wir mal den Blinker und dann fahren wir mal vorsichtig vor wieder. Wir müssen nämlich wieder ein wenig ausholen. So, warten wir mal, bis die Ampel uns die Ausfahrt erlaubt. Jetzt. So, hier können wir schön, ja, ich wollte eigentlich nur drüber ausschwenken, nicht hochfahren, aber so in etwa hatte ich mir das vorgestellt.
So, jetzt müssen wir gleich abbiegen. Vorher grüßen wir noch den Kollegen. Ach, da gibt es keine Ampel. Gut, dann müssen wir da gucken. So, kommt mal rangelaufen. Ach, ihr wollt gar nicht mit. Gut. Dann blinken wir gleich mal in der Hoffnung, wir schaffen dieses Grün hier noch. Naja, mit Ach und Krach. Vielleicht mal in die andere Richtung gucken. Ach nee, da ist gesperrt. Gut. Dann kommen wir auch rum. Brahlheim Kirche. So, mein Kleiner, jetzt können wir rein. Der rede ich mal ein bisschen mehr da machen hier.
das hier. Ne, wir müssen den Bus hier abbiegen. Ich hole mal ein bisschen aus, weil wir nämlich vor diesem Schild hier rum müssen. So, kommt da was? Da kommt nichts. Und von da ist auch frei. Oha. Rechts rüber. Das hat gerade so gepasst da hinten. Oh. Hätten wir also doch da halten sollen. Naja, gut, okay, da war keiner. Da sollen wir rein. Na, dann versuchen wir mal unser Glück. Passt aber. Nee, halt, da kommt was. So, jetzt. Da ist eine Haltestelle, da werden wir jetzt auch mal zum Halten kommen. Hallo. Guten Tag. Du biegst nicht ab und vor dir bin ich eigentlich gemütlich rum. Danke. Da ist aber niemand. Dann rauschen wir gleich durch. Reinhardt.
Ich fahr nicht schlecht, aber der fährt mir einfach hinten rein. Obwohl ich eigentlich gut gebremst habe. Aha, und hier kommt ein Kollege. Ich hatte irgendwie die Vorordnung, nicht so weit vorzufahren. Hallo übrigens. So, du bist rein, du bist rein. Gut. Dann weiter. So, dann gucken wir gleich mal. Jawohl. Das lasse ich mal noch durchfahren und dann müssen wir hier ein wenig ausholen. Ein wenig ganz schön, aber es geht. So, und dasselbe nochmal in die Richtung. Kommt da was? Da kommt was. Da warten wir das mal ab. So, jetzt ist Platz. Jetzt kann man ein bisschen mehr einschlagen. Hier steht eigentlich nichts. Aber ich vermute mal, ich muss hier ein bisschen Vorfahrt gewähren. Dann machen wir das auch. So, wir sind zwar etwas früh dran, aber ich vermute mal, wenn wir dann mal an einer größeren Haltestelle sind, gucke ich mal auf den Fahrplan. Weil so schnell bin ich eigentlich nicht unterwegs, dass wir hier so viel Verfrühung einfangen. Aktuell haben wir 3 Minuten. So, wir sind aber schon in Zweiberg. Und da ist auch jemand, der mit möchte. Remscheider Straße. Gucken wir doch einfach mal, wann wir hätten hier sein sollen. Hallo. Hallo. So, wir schauen mal. Wir haben es 52. Und Remscheider Straße soll mal 56 sein. Ich würde mal sagen, am Markt werden wir dann mal kurz ein wenig die Zeit absitzen. Nee, eigentlich Quatsch. Ne, wir machen das gleich, weil es sind ja bloß noch ein paar Haltestellen. Also, dann gehen wir mal der Uhr mal 2 Minuten an. So sieht's besser aus. So. Es ist grün, dann fahren wir auch los. So, zum Betriebshof wollen wir noch nicht. Es ist noch früh am Tage. So, da bin ich nochmal gespannt, ob ich hier das mit dem Gelenkfahrzeug hinkriege. Erst so rum und dann eigentlich einen schönen großen Bogen fahren hier. Nein, das kriege ich nicht hin. Ich rammel gleich auf deinen Fußweg hoch. Jawohl. Naja, gut. Und der Rücktour habe ich ja die Möglichkeit, das noch einmal zu probieren. So, ach, da möchte sogar jemand aussteigen. Dann bitteschön. Hallo. Kurzstrecke bitte. Kurzstrecke, 1,70 bitte. Danke. So, und hier ist dann sogar noch eine Linie 84 zu sehen, aber zu der habe ich noch keinen Fahrplan gefunden.
Oh, das wird wieder Bordstein. Das geht gerade so. So, und dann müssen wir hier rein. Läuft er über die Straße? Nein, macht er nicht. Zweiberg Markt. Unfall, wo war denn da ein Unfall? Ach, das Auto, was uns hinten reingefahren ist. Ja, dafür kann ich aber nichts. Ich dachte, kacheltechnisch wäre ich da schon ein ganzes Stück weiter. So, hier am Markt enden einige Linien. Es gibt sogar Kurzläufer, die nur vom Fachmannplatz bis hierher laufen und zurück. Aber wir fahren die ganze Strecke. Hallo. Tag. Kreisverkehr. Klosterhof. Du fährst raus. Dann fahren wir rein und sagen aber auch, dass wir gleich wieder raus wollen. Und ein Kollege, der 84, also zumindest als KI fährt sich schon mal rum. Hallo. Ich kann ja mal spaßeshalber in den Fahrplänen nachschauen, ob es vielleicht doch eine 84 gibt. Und die ist bloß nicht ausgeschrieben als fahrbare Linie. Aber es kann durchaus sein, dass das eine reine KI-Linie ist. Genau, so, hier müssen wir gucken. Da kommt aber nichts. Ja, wie gesagt, das kann eine reine KI-Linie sein, die man zwar verfolgen kann, aber nicht fahren kann, was eigentlich schade ist, weil die auf Bereichen lang fährt, die wir noch gar nicht erfasst haben. Und zwar pendelt sie hier zwischen Zweibergen und Richtingborn. Ein MAN-AI-Bus hat gerade eine Fehlermeldung verursacht.
Sollte ich den Kollegen hier sehen? Hm. Vielleicht. Jetzt wird es aber erstmal für uns grün und wir nähern uns der Zielhaltestelle. Ein Punkt ganz rechts, ja. Oh, oh, oh. Ich glaube, das habe ich falsch angefahren. Oder schaffen wir das? Halt. Versuchen wir mal gerade zu ziehen. Ach, hier ist das Haus wieder. Ja, ich merk's. Der Bus will das nicht so. Wir versuchen trotzdem mal gerade zu ziehen hier. So. Dann bitteschön. Aussteigen. Mal sehen, was der Fahrplan sagt. Fahrplan sagt 43 Sekunden zu spät. Ansonsten waren wir zwischendrin wirklich mal zu früh. Naja, das ist okay. So. Dann machen wir dich mal aus. Was war denn das jetzt noch? Nö. Alles schick. Da war eine Tür zugegangen noch. So, dann machen wir mal... Ach, das ist aber eine hässliche Position hier. So. Ach, wir stellen jetzt einfach mal hier hin. So. Hier auf der Mauer, auf der Lauer, Türe zu. Und dann machen wir noch die Pfeile aus. Weil jetzt haben wir nämlich knapp 10 Minuten Pause und dann geht es erst wieder zurück. So, das war jetzt die Hintertür der Linie R57 vom Laubenthaler Hauptbahnhof Südeingang hierher nach Zweiberg Oberstadt mit einem Citaro GÜ. Ich hoffe, es hat gefallen und ihr seid dann auch bei der Rücktour wieder mit dabei. Bis dahin sage ich erst einmal Tschüss.